Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Armbruster, es wird im nächsten Tagesordnungspunkt nötig sein, einmal mehr über die Ungeheuerlichkeiten und Verwahrlosung dieser Koalition zu reden. Und ich sage Ihnen, Spaß macht das nicht. Auch wir wären gerne gut anstatt zu rot. Doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Und umso mehr ist unsere Fraktion geneigt, alles Positive oder auch nur Erträgliche, was wir in diesem Parlament hören oder erfahren, aufzugreifen und nach Möglichkeit auch zu loben. Und so merke ich dann gerne an, dass der vorliegende Bericht von Frau Armbruster, mit einem altmodischen Wort zu sprechen, sehr gediegen ist. Seine ansprechende Form und sein nachvollziehbarer Gedankengang sind überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Und ich vermerke mit Dank an, dass er arm an woker Ideologie und reich an interessanten Informationen, einschließlich Quellenangaben, ist. Und zu diesen interessanten Angaben zählt die regelmäßige Beteiligung der Landesbeauftragten bzw. ihres Teams an mindestens 17 Arbeitsgruppen, wenn ich das richtig gezählt habe, und Beiräten. Und die Zahl von etwa 150 Anfragen, Beschwerden, Hinweisen per Telefon, Brief oder Mail pro Jahr. Letztere überraschend niedrig, erste überraschend hoch. Das ist nur eine Beobachtung, Frau Armbruster, aber angesichts der vom Kabinett beschlossenen völlig unzureichenden Verbesserung beim Pflegegeld macht die besonderen Eindruck. Ausdrücklich Kritik üben wir, Frau Armbruster und Frau Hildebrand, an ihrer Fundamentalkritik am Förderschulsystem, wie sie im Bericht und auch in ihren früheren Stellungnahmen geäußert wurden. Wir halten die Förderschulen nicht für ein, wie Sie sagten, Frau Armbruster, Relikt aus vergangenen Zeiten, das jede Inklusion erheblich behindert. Wir denken, dass Förderschulen im Gegenteil einen Beitrag dazu leisten können, Behinderten bessere Chancen auf eine Beteiligung am normalen Arbeitsmarkt zu eröffnen. Ja zur Inklusion, nein zur Inklusion als Glaubensfrage. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Kenia nicht nach Brandenburg gehört, dass Dietmar Woidke abgewählt werden muss und dass der Geist weht, wo er will, Frau Nonnemacher, und er weht nicht unbedingt in Ihrem Kabinett. Herr Abgeordnete Dr. Berndt, es wurde noch... Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.